Aber dafür verraten wir Ihnen ein Geheimnis. Eines aus der Alternativmedizin. Doch es geht nicht um Homöopathie, Bachblüten oder Schüsslersalze. Es geht um Spagyrik. Es wird den Alchemisten nachgesagt, sie seien nur daran interessiert gewesen, aus unedlem Metall Gold zu machen. Aber das blieb bekanntlich ein Traum vieler Scharlatane. Dabei unternahmen die Alchemisten noch ganz andere Dinge. Sie waren auf der Suche nach dem universalen Allheilmittel Panacea. Und dafür wollten sie an die reinen Wirkstoffe der Pflanzen oder auch Mineralien gelangen. Letztlich waren sie Vorläufer der Pharmazeuten. Der berühmte Arzt Paracelsus führte für die medizinische Alchemie im 16. Jahrhundert den Begriff der Spagyrik ein. Er meinte damit das Trennen und das anschließende Wiedervereinigen der veredelten Wirkstoffe. Als modernen Alchemisten würde sich Dr. Axel Eustachy vom Zentrum für naturheilkundliche Forschung der Universität München nicht bezeichnen. Doch mit alternativen Heilmethoden kennt er sich aus. Auch mit Spagyrik hat er schon ambulant therapiert. Den eindrucksvollsten Fall hatte ich mal bei einem Patienten mit einem Heuschnupfen, mit einer allergischen Rhinitis, der relativ stark unter typischen Symptomen litt, Augen, Tränen, Niesreiz. Und da hatten wir es tatsächlich dann mal mit einem spagyrischen, mit einer Mischung versucht. Und der Patient hatte dann innerhalb von einer Woche eine deutliche Besserung, über die er uns berichtet hat, die auch nachvollziehbar war. Es gibt nicht die Spagyrik. Allen Ansätzen ist aber gemein, dass sie die Wirkstoffe durch Trennen und Zusammenführen veredeln. Oft werden die Pflanzen vergoren oder in Alkohol gerührt, um an die Wirkstoffe zu gelangen. Hier heißt es zunächst, das Gemisch ruhen lassen. Danach wird destilliert, um so an die Seele der Pflanze zu gelangen. So das Denken der Spagyriker. Die soll dann zum Beispiel in den ätherischen Ölen und Aromastoffen stecken. Selbst die Verwendung von eigentlich giftigen Pflanzen ist möglich. Die Toxizität verschwindet beim Veredeln. Zuletzt werden die Flüssigkeiten gefiltert. Man kann Spagyrika als Tropfen einnehmen. Sie werden aber auch als Spray äußerlich angewendet. Neben Allergien kommen sie bei Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder allgemeiner Antriebslosigkeit oft zum Einsatz. Die Mittel eignen sich zur Eigentherapie. Es ist zumindest so, dass größere Probleme eigentlich nicht zu befürchten sind, wenn das ein Mensch selber machen möchte, wenn er sich entsprechend informiert. Allerdings, wenn man die Methode ernst nimmt, wenn man die, wenn Sie so wollen, philosophischen, medizinischen Hintergründe der Spagyrik ernst nimmt, dann sollte eigentlich die Mittelwahl durch einen entsprechend geschulten, ausgebildeten Kollegen oder Kollegin erfolgen. Wie die Homöopathie ist auch die Spagyrik eine ganzheitliche Sichtweise, die Körper, Seele und Geist zugleich anspricht. Es geht nicht um Symptombekämpfung, sondern um den ganzen Menschen und seine Lebenssituation. Im Gegensatz zur Homöopathie sind die Wirkstoffe in schwacher Form nachweisbar. Die Spagyrik ist eine Erfahrungsmedizin. Die heute auf dem Markt erhältlichen spagyrischen Heilmittel sind seit fast 100 Jahren im Einsatz. Die Spagyrik erfreut sich heute immer größere Beliebtheit, sowohl beim Heilpraktiker als auch beim Arzt und natürlich auch bei den Patienten. Und ich bin der Meinung, eine so große Anzahl an Therapeuten und Patienten kann sich nicht täuschen. Wer heilt, hat recht. Wer auf wissenschaftliche Studien hofft, der wird bei der Spagyrik enttäuscht. Wer offen ist für alternative Heilmethoden, der kann sie ja einfach mal ausprobieren.